Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2, der Tier-Challenge. Und da ist sie, unsere kleine Oldie-Katze Fanny. Die ist nämlich im letzten Part gealtert. Ja, ist jetzt ein Oldie, darf auch in Rente, also ist jetzt auch in Rente und bekommt täglich ihre Pension halt ausgezahlt. Ja, ansonsten, was war letzte Part noch so los? Eigentlich nicht viel. Wir haben uns natürlich wieder um alles kümmern müssen und ich stelle immer mehr fest, dass es den lieben alten Leutchen hier nicht so gut geht. Jetzt wollte ich doch mal gucken. Ich habe doch hier so Belohnungsdinger. Ah, die habe ich alle schon vergeben. Okay, bei ihr könnte ich aber noch 3 vergeben. Na, das wäre doch mal was. Den Spaß vielleicht mal, also dass Energie und Harndrang langsamer sinken. Was haben wir hier? Restaurantführer schreiben. Boah, warum nicht? Und was will sie hier? Krawallbrüder Volkslied. Okay, das kriegt sie auch. Mhm. Mein, das ist ja nicht regelkonform, aber da kann ich ja mal gucken. Ich habe das ganz vergessen, dass wir da ja auch noch was haben. So, und er hat einen guten Ruf. Er möchte auch Energie und Harndrang langsamer haben. Dann möchte er einen 3er-Anruf freischalten und schneller Freunde finden. Ja, prima. Machen wir mal. Und da brauchen wir sonst nichts. Nebenlaufbahn ist auch wurscht. Gut. Ich wollte auch noch einmal ganz kurz jetzt bei den Tieren noch mal nachgucken, dass auch wirklich alle ihre Sachen gelernt haben. Nee, eben nicht. Was sehe ich da? Susi kann noch Totstellen lernen. Oder muss das noch lernen? Ich wusste doch, irgendwo hatte ich mal was vergessen. Ah ja, er ist ja klar, das ist jetzt bleiben, weil wegen dem neuen Job. Sie hatte alles erreicht. Da waren keine mehr erforderlich und Fanny hatte auch alles und ist ja jetzt sowieso in Rente. Das heißt, bei Susi müssen wir uns noch um das Totstellen kümmern und bei Strolch ums Bleiben. Gut, dann bin ich da jetzt endlich mal wieder, weil irgendwie hatte ich gedacht, da war doch noch was. Okidoki, das bedeutet, wir hatten jetzt hier gerade nicht mehr viel zu tun. Die Fressnäpfe sind aufgefüllt, die Hütten sind sauber oder Körbchen. Die Alten gehen jetzt mal ins Bett und machen Mittagsschläfchen, weil die brauchen das einfach jetzt so in dem Alter. Da muss man mal schlafen gehen, ab mit euch, dass ihr abends wieder fit seid. Ich hatte noch so eine Idee, was ich gern mit denen mal machen möchte. Ja, er hat auch schön die Badewanne wieder repariert, nachdem er sie beim Baden von Susi, glaube ich, war es, kaputtgeschrottet hatte. Ja, Hunger, ja, geht noch. Ich glaube, der Komfort ist momentan wichtiger und der Schlaf. Das heißt, du gehst dann auch hier nochmal eine Runde Haier machen. Wir müssen sie ja nicht komplett ausschlafen lassen, aber so ein bisschen, die brauchen es halt einfach, ne? Die Tiere sind sich da auch gerade am Ausruhen. Die möchten auch ein bisschen Ruhe haben, glaube ich, und da passt das dann ganz gut. Jo. Und wie gesagt, ich hatte noch eine Idee, was ich auch gerne dann mal mit den Leuten machen möchte. Ja. Ich spule jetzt erstmal so ein bisschen, damit die ein bisschen Schlaf bekommen. Ah, Fanny hat eine Rentenzahlung bekommen. Sehr schön. Und irgendwer ist hier gerade rumgerannt. So, wie geht's euch denn jetzt? Ich glaube, oh, es fängt wieder an zu schneien. Yeah, willkommen zu Hause, Susi. Und Fanny hat schon wieder Rentenzahlung gekriegt. Oder nee, das ist noch das von eben, glaube ich. So, ich glaube, jetzt seid ihr doch soweit wieder fit, oder? Nee, nicht hier hingehen. Ja, doch. Das kann man lassen. Dann stehst du bitte wieder auf und gehst auf Toilette. Komm mal raus aus dem Ding. Wäschst dir die Hände und ziehst dir bitte was an. Und du ziehst dir was an. Und, ach, die Bäumchen sind mir jetzt mal pieps egal. Und du gehst dann mal was essen. Du hast Hunger. Reste nehmen. So. Oder muss jetzt noch einer heute arbeiten? Moment mal. Musst du heute arbeiten? Ja. Hm, okay, gut. Okay, okay. Wann muss Strolch nochmal los? Um 19 Uhr bis 2 Uhr arbeitest du. Blöde Zeiten, echt doofe Zeiten. Muss man ja mal so sagen, ne? Mit dem müssen wir da nämlich noch ein bisschen üben. Mit ihm und auch Susi darf ich nicht vergessen. Wir wollen natürlich, dass die alle noch ihre Sachen lernen. Wann alterst du eigentlich? Oh Gott, nächsten Tag schon.
Naja, haben wir es nicht mehr weit gebracht in der Karriere. Aber ist ja egal. Seine erste hatte er abgeschlossen. Das behalten wir auch so. Wo ist meine Maus hier? Apropos Maus. Ja, Maus ist gut. Was? Achso, du. Gut. Ich habe ja jetzt endlich auch eine neue Maus. Das heißt, ha, ich kann hier wieder juhu und alles machen, ne? Hier, guck mal. Ganz toll, wie das jetzt geht. Ich häng nicht mehr dauernd fest. Ach, das ist schön. So, du hast auch Lust auf Spaghetti, habe ich entschieden. Und du müsstest dann mal herkommen. Ich sehe hier schon wieder was, was duftet. Ich glaube, das Ding möchte gesäubert werden. Ja, ja. Mach mal ein bisschen schneller, Marie. Ja, und dann gucken wir mal, wie geht's denn unserer... Ah, Mist, Strolch muss schon wieder los. Ja, da kommen wir mit dem Bleiblernen nicht mehr weiter. Das bedeutet, bei Susi können wir es noch machen, da lohnt sich's. Die hat noch ein paar Tage, bis sie dann auch befördert wird. Hm, Susi muss nur auf Toilette und... Ach, Energie. Dann geh mal schlafen. Gehst du schlafen? Ja, das ist eine gute Idee. Mach das mal. Dann geh mal schlafen. Es ist in Ordnung. So, du bist schon wieder fertig mit Essen. Okay. Dann räum auf. Leg mal den Rest weg. Und lob mal Gizmo dafür, dass er so schön am Tierfutter futtern ist. Mhm. Und das Sektding tue ich auch demnächst mal wegräumen. Aber wie gesagt, ich habe so eine lustige Idee, was ich gerne mal mit unseren ganzen Leutchen und Tierchen und so machen möchte. Muss man nur überlegen, wie ich das dann am besten mache. Und vorher würde ich halt gerne noch ein bisschen mit Susi was tun. Ja, jetzt ist natürlich hier gerade... Moment. Du brauchst sonst nichts, ne? Du könntest mal... Was willst du denn da? Schon wieder ein Sim um Date bitten. Ja, 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 ja. Befehlen sich zu rollen. Ja, ist alles schön. Funny. Hm. Die schlafen gerade alle. Das ist dumm. Dein Spaß ist ein bisschen unten. Weißt du was? Erfüll dir deinen Wunsch und geh flippern. So. Und er wollte Gizmo eigentlich noch loben fürs Tierfutter fressen. Warum machst du das denn nicht? Weil er wieder abgehauen ist. Ja, ja, so sieht's aus. Immer hauen sie einem ab. Weißt du, Gizmo, das ist auch ein alter Mann. Der kommt nicht mehr so schnell hinter dir her. Du musst ein bisschen Rücksicht nehmen. Das wirst du merken morgen, wenn du dann auch älter wirst, ne? Ja, ja. Ja. Gizmo hat heute frei. Ach, wie schön. Komm, dann können wir dich mal lieb haben und knuddeln. Und weißt du, wenn du gerade Lust auf Spaß hast, dann machen wir mal ein bisschen Jagdspielzeug. Und da ist Strolch unterwegs zur Arbeit, hä? Wo ist es? Ja, da ist das Auto. Ach, so ein Pech aber auch. Haben wir nicht mehr weit gebracht. Egal. Was soll's? Ne, könnte schlimmer sein. Jetzt spielen wir hier erstmal eine Runde. Oh, wie süß. Ja, oh, guck mal, ich kann auch wieder hochdrehen. Ich bin so happy. Wann hätte ich mir doch bloß die Maus früher gekauft? Ich habe sie ja geschenkt gekriegt. Jetzt quasi vorher schon. Ich habe ja jetzt Geburtstag und deswegen meinte mein Sohn, du meckerst die ganze Zeit über deine Maus. Hier hast du eine. Das war eine gute Sache. Ja. Der Maladito. Ist das süß. Gut, okay. Dann, was kannst du denn noch mit Gizmo so anstellen? Warte mal, du willst da wieder was? Pfötchen geben. Ja gut, dann mach das doch mal. Kommando, Pfötchen geben. Und was kann man ihm denn sonst noch beibringen? Totstellen, eine Toilette benutzen, ne? Das haben wir schon. Bleib Männchen machen. Hm, wollen wir dir noch was beibringen, Gizmo? So, auf den letzten Drücker? Weiß nicht. Er müsste ja nichts mehr lernen, ne? Da war ja nichts mehr. Ja, alles gut. Hm. Aber er muss auf Toilette. Gut, dann lass ihn auf Toilette gehen. Ist okay. Weißt du was? Du kannst mal hochgehen und hier mit deiner... Ach nee, halt. Du räumst jetzt mal das komische Ding da weg. Na. Marie zuprosten, Marie an, wegwerfen, komm. Das werfen wir weg, das, ich weiß nicht, wie lange das haltbar ist, nachher trinken wir da irgendwie Zeug, was nichts mehr bringt. So, dann kannst du dich mal ein bisschen mit Marie beschäftigen, ist auch mal schön. Ja, ach, ist das herrlich. Hm. Können wir Marie mal zugucken, wie sie da flippert, zeig mal. Ach, sie da. Ich will gucken. Ah, ist das schön, ja, man kann richtig gucken, wo die Kugeln hinfliegen. Patsch, 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 peng, peng, yeah. Marie hat ihren Spaß. Das ist cool. Und ich mit meiner Maus auch.
Ah, ist das herrlich. Kommt, dann spielt ihr zweimal ein bisschen miteinander und ja. Wo ist Fanny? Fanny ist hier. Fanny wollte was noch lernen? Nichts mehr. Nee, das war Susi. Ich bin schon ganz doof. Susi hier. Ah! Okay, ihr habt gerade nichts zu tun, ihr zwei da. Komm, du hast doch jetzt deinen Spaß hochgelevelt bis zum geht nicht mehr. Wie wär's denn mal? Dann komm doch mal her. Wo ist denn Susi überhaupt? Stopp. Schläft noch. Okay. Dann könnten wir doch mit Susi mal eine Runde spazieren gehen. Oder was? Mach mal ein bisschen netter. So, lass mal. Tu mal Susi loben für im Tierbett. Was? Von Simbetten wegbleiben? Ja, das ist auch gut. Mal liebhaben, streicheln, mal spazieren führen. Dann hat sie ihren Harndrang weg. Ne? Das war's doch. Ja, sie muss mal, genau. Und danach kannst du dann mit ihr Kommandos üben. Das ist eine gute Idee. So, Plan geschafft. Jo, man macht das mal. Er kann da oben noch ein bisschen, ja, Komfort genießen von mir aus. Dann guck ein bisschen fern, wenn du magst. Das ist auch gut. Oder nee, weißt du was? Wir könnten auch, wie viel Uhr ist? Ja, so einen Dreieranruf mal ausprobieren. Ich will ja mal gucken, wie das geht. Schon lange nicht mehr gemacht. Wir rufen mal einen Sim an. Das ist eine gute Idee. Er hat ja jetzt diesen komischen Anruf freigeschaltet. Vielleicht können wir da ein bisschen Kontakte pflegen und mal nach den Tieren hören und so. Ruf mal ihn an und dann einfach nur plaudern. Und dann gucken wir mal. Konferenzschaltung machen. Ja, das machen wir mal. Und dann rufst du auch noch ihn hier an, genau. Zwei reichen ja. Kannst du mit beiden quatschen, genau. Das ist eine super Idee. Frag mal, wie es den Tieren so geht und überhaupt, was die Leute so machen. Das ist gut, ja. So, ihr zwei seid auf dem Weg nach draußen. Ja, sehr schön. Ich habe auch gesehen, hier lag noch... Ja, ich muss mal... Oh nee, wer hat denn jetzt schon wieder... Irgendjemand mag uns, glaube ich, nicht. Hier ist schon wieder die Mülltonne umgekippt. Das ist doch nicht mehr schön. Wer macht denn das dauernd? Das ist doch bescheuert. Und warum vor allem? Das ärgert mich. Ah, und läuft's gut bei den beiden? Wo sind wir denn? Ja, hier. Ach, das ist schön. Wie viel hast du den anderen? Ah, da. Okay. Ah, das ist toll. Ja, ja. Die mögen wir nicht. Nee, Stella, irgendwas. Ja, ich habe Sehnsucht nach meinen alten Tieren, Leute. Ey, das ist einfach, ja. Und ihm geht's schon wieder so. Naja, lala. Den nächsten Tag müssen wir echt mal gucken, dass wir uns ein bisschen mehr Ruhe gönnen. So, leg mal auf, dann kannst du hier noch ein bisschen Fernsehen gucken. Ich gehe mal gucken, was unten die so machen. Hier alles ruhig, alles gut. Katzis? Ja. So, wo ist Marie? Ist Marie noch unterwegs? Ja, scheinbar. Marie ist noch unterwegs. Dann hätte ich ja ihn auch mal runterschicken können. Okay, dann machen wir das so. Du machst, nein, aus, ja, genau, was willst du denn da, nee, komm mal her, du gehst mal, da sind sie ja. Gut, dann heb mal die Tonne auf und räum mal auf. So, ihr wart unterwegs und du musst noch, warte. Was musst du jetzt noch lernen? Hier, Susi. Hat Hunger, will was essen, gleich. Das ist jetzt mal noch nicht so wild, komm. Wir üben noch eine Runde totstellen. Wie werden das? Liebhaben, streicheln und dann nochmal Kommando beibringen. Totstellen. Da. Mach das mal. Nee, das macht jetzt dein Schatz. Geh du und kümmere dich um Susi. Damit da noch ein bisschen was rumkommt. Ja. Haben wir hier schon Kakerlaken? Ich höre irgendwas. Sie aber noch keinen, oder? Ist es schon zu spät? Haben wir schon Ikidi. Ach ja, das ist immer so lustig. Ich hoffe, wir haben hier keine. Gut, okay. So. Keine Kackers da, ne? Nee. Kackis. So, dann kannst... Oh ja, fein. Sie putzt sich gerade mal loben für Sauberkeit und Möbel nicht ankratzen. Das ist auch schön. Und dann mal liebhaben, streicheln.
Das ist gut. Und dann, was machen wir dann? Dann. Die Futternäpfe sind alle gefüllt. Das ist gut. Was kannst du? Ah, hier kannst du mal säubern. Da kannst du mal säubern. Hier kannst du auch mal sauber machen. Ist auch mal eine Maßnahme, während die Marie sich da um Susi kümmert. Ich muss mal einen Blick auf meine Uhr werfen. Ich vergesse schon wieder komplett die Zeit. Ah, gut. Alles bestens. Wir haben noch Zeit. Das ist schön. Ha, ich hatte schon wieder Angst. Es ist ja immer so schlimm, wenn man im Spiel da drin ist. Man kriegt ja gar nichts mehr mit. Macht einfach nur noch Spaß und Fun und überhaupt, ne? Wie weit seid ihr denn mit dem Todstellding? Och, das fehlt ja gar nicht mehr so viel. Das kriegen wir doch jetzt hin, oder? Susi, das schaffst du. Und dann kannst du vielleicht noch befördert werden. Batsch. Ist das fein? Ja, hast du gut gemacht. Jawohl, und sie hat's gelernt. Dafür gibt's ein Bauchkraulen und ein Leckerchen natürlich. Prima, Susi hat ihr Kommando gelernt. Jetzt braucht's erstmal nichts mehr. Perfekt, so muss das sein. Ja, und dann darfst du dir auch was zu futtern holen. Also, dann kannst du hier futtern gehen. Das ist super. So, Madame bräuchte mal Hygiene und Komfort. Weißt du was? Ich lasse dir heute mal ein Sprudelbad ein. Das wäre doch auch mal eine schöne Sache, oder? Ja. Und jetzt kannst du endlich futtern gehen, genau. So, was haben wir? Er ist ja eh auf Arbeit. Der muss dann nur noch Dings lernen. Oder auch nicht. Ja, wäre schon schön gewesen, wenn er es noch gelernt hätte, ne? Und du willst dich einfach hier hinsetzen? Och. Ja. Gucken wir mal, können wir denn noch jemanden loben? Tatsächlich, für Tierfutter fressen. Und loben. Für Tierfutter fressen. Okay, dann mach das noch. Und dann sieht's aber wirklich gut aus hier. Und kein Müll mehr umgeschmissen. Nein. Dann kannst du aber vielleicht noch mal kurz das recyceln. Und komm, das kannst du auch gerade recyceln. Gibt ja morgen eh eine neue Zeitung. Und ja, dann würde ich sagen, ist es auch schon wieder Zeit, oh Gott, ja, für die alten Leutchen auch wieder ins Bett zu verschwinden. Und das bedeutet, du gehst schlafen hier. Und Marie geht auch schlafen hier. Schlafen, meinte ich hier. Komm, ab ins Bett mit dir. Es schneit sich ein. Ja, wo ist das? So, Abmarsch. Alles schön am... Oh. Na, da hinten ist ein Napf leer geworden. Na gut, drei Näpfe sollten auch über Nacht reichen. Morgen gibt es dann wieder was Neues, ne? Morgen gibt es wieder neues Fresschen für alle. Oh, guck doch mal, wie süß. Und sie spielen wieder. Oh, wie goldig. Ah, oh, ihr seid so süß, alle. Ich werde euch so vermissen. Manu. Naja, geht schon. Aber ich muss sagen, doch, das ist richtig toll hier so. Sind jetzt alle da im Bett, wo sie hingehören? Ja, er geht auch ins Haia-Bettchen. Ich dachte erst, hier wäre eine Pfütze, aber das ist ja so ein schöner Vorleger. Wusste ich ja gar nicht mehr. Gut, die schlafen alles bestens und ihr schlaft auch oder was macht ihr noch Schönes? Oh, du sitzt in der Ecke und guckst die Wand an. Was machst du da? So, warte mal kurz. Hier. Ich wollte... Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Jetzt nicht, oder? Jetzt doch nicht. Was? Ja. Eigentlich wollte ich jetzt Pause drücken und sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich glaube, das machen wir auch. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wir gehen noch mal hier ein schönes Bildchen machen mit unseren zwei Lieben. Und das da unten lasse ich drin. Und dann gucken wir mal im nächsten Part, was es damit auf sich hat. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß an dem Part. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.